Mein Name ist Max Payne. Meine Frau und meine Tochter wurden ermordet. Das Ganze stand in Verbindung mit der Designerdroge Wii. Ich wechselte vom NYPD zur DEA, tauchte unter, um ihre Mörder zu finden. Ich kam ihnen zu nah. Der Mord wurde mir angehängt. Ich hatte nichts zu verlieren und legte mich mit der Mafia an. Im schlimmsten Schneesturm des Jahrhunderts. Meine erste Station war Vinigonity. Abschaum, mit der Gewohnheit, seinen Ärger an minderjährigen Callgirls auszulassen. Nachdem ich hatte, was ich wollte, ließ ich ihn blutend auf dem Asphalt liegen. In einem Gothic-Nachtclub traf ich Mona Sex. Sie war ein bezahlter Killer. Wir verfolgten den gleichen Mann, den sadistischen Ehemann ihrer Schwester. Ich fühlte mich zu ihr hingezogen und wusste, dass es falsch war. Ich machte einen Deal mit Wladimir Lem, der Russe. Ein Macher. Er lieferte mir den Gangsterboss, hinter dem ich her war. Aber ich steckte bis zum Hals in der Scheiße. Die Regierung war mit von der Partie. Ein mysteriöser Mann namens Alfred Wooden nannte mir den Namen meines eigentlichen Feindes. Nicole Horn. Wooden und Horn waren Mitglieder eines Geheimbundes, dem Inneren Kreis. Sie steckte hinter Wii, hinter allem. Bei ihrer Arbeit für den Staatsanwalt hatte meine Frau zufällig Papiere gesehen, die Horn belasteten. Wooden versprach sich, um den Staatsanwalt zu kümmern, wenn ich Horn erledigte. Deputy Chief Jim Bravura vom NYPD verfolgte die Spur der leeren Patronenhülsen, die ich zurückließ. Die Schüsse übertönten die Sirenen, aber sie konnten das Schluchzen meiner toten Frau nicht überdecken. Mona kämpfte an meiner Seite gegen Horn. Dafür fing sie sich eine Kugel. Ihre Leiche verschwand hinter den sich schließenden Türen eines Aufzugs. Ich erledigte Horn. Ich ergab mich der Polizei. Ich hatte genug Beweise gegen Wooden, um zu wissen, dass er sein Versprechen halten würde. Ich bildete mir ein, dass alles vorbei sei. Ich war noch am Leben. Meine Familie immer noch tot. Es war nicht vorbei.